Dragon Ball Super wird nicht das Ende von Z überschreiten. Diesen Satz habe ich immer wieder gesagt, aber natürlich auch erklärt, wieso ich der Meinung bin. Doch mit dem Tod von Akira Toriyama hat sich alles geändert. Aber darauf werde ich später näher eingehen, denn in diesem Video geht es um den Dragon Ball Super Manga, also wann er zurückkehren könnte, aber auch um die neue Dragon Ball Daima Serie. Erstmal werden wir darüber sprechen, denn in diesem Video gibt es alle aktuell relevanten Infos bezüglich der Serie. Das, was erstmal alle wissen wollen, ist, wo kann man Dragon Ball Daima schauen. Wir wussten es schon durch die Leaks und jetzt wurde es uns offiziell bestätigt. Dragon Ball Daima kann man auf Crunchyroll schauen. Außerdem wurden uns auch die Gebiete bekannt gegeben. Und zwar läuft es in Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien, Neuseeland, Südafrika, in Indien und Südostasien. Also fast alle Kontinente, auf denen Menschen leben, sind abgedeckt. Doch ein Kontinent fehlt. Es ist vermutlich sogar der umsatzstärkste Markt. Und zwar Europa. Der wird einfach von Crunchyroll komplett ignoriert und das verstehe ich nicht. Wieso läuft Dragon Ball Daima fast überall auf der Welt, außer in Europa? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, die offizielle Dragon Ball Webseite hat 4 europäische Sprachen und das von 5. Die wissen, wie stark Dragon Ball in Deutschland, Frankreich, Spanien, England und in den Rest der europäischen Ländern gefeiert wird. Deswegen macht das irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Wir stehen so kurz vor dem Release und wir wissen immer noch nicht in Europa, wo wir die Serie schauen können. Deswegen habe ich mir gedacht, ein paar Schritte weiter zu denken. Wir haben erfahren, dass die Produktion von Dragon Ball Daima abgeschlossen ist. Alle Folgen sind fertig und sowas gab es noch nie in Dragon Ball. Es wurde immer parallel produziert. Aber das hat man ehrlich gesagt in Dragon Ball Super auch ganz gut sehen können. Bestes Beispiel, dass Dragon Ball Super, sollte es zurückkehren, ein Season-Anime sein sollte. Naja, wie dem auch sei, ist bei diesem Projekt alles anders. Die vergangenen Fehler wurden korrigiert, weshalb dieses Projekt das beste Neuzeitprojekt von Dragon Ball wird. Außerdem ist der Ehrenmann Akio Yoku ein Mann, der alte Muster aufbrechen möchte. Dass alles so verzögert erscheint, feiert er nicht so. Denn wir wissen ja, erst kommt es in Japan und dann Wochen oder sogar Monate später auf Deutsch und so ist es auch in anderen Ländern der Fall. Außer in Amerika, da bekommen die Dragon Ball nach Japan am schnellsten. Doch bis dahin haben die meisten es schon online gesehen und schauen es nicht noch einmal auf legalen Weg. Und somit gehen viele Einnahmen flöten. Doch zeigt man die Sachen parallel, so kann man das meiste aus einem Projekt rausholen. Und das versteht der gute Akio Yoku. Und deswegen läuft auch alles so, wie es aktuell läuft. Der amerikanische Dragon Ball YouTuber Geekdom hat vor ein paar Wochen gepostet, dass das Vorsprechen für den englischen Dub vor ein paar Monaten bei Crunchyroll stattfand. Heißt, die müssen nicht 2 Jahre auf einen Dub warten, es kommt viel schneller als man denkt. Und einen Tag später hat er gepostet, dass wir, also die amerikanischen Zuschauer, nicht glauben, wer beim Aufnehmen des Dubs für Dragon Ball Daima gesichtet wurde. Und später wurde dann enthüllt, dass es Stefanie Nadolny war. Das ist anscheinend deren Corinna Dorenkamp. Falls euch der Name auch nichts sagt, Corinna hat den kleinen Son Goku bei uns gesprochen, also in Classic. Jedenfalls wurde diese Info am 4. September gepostet und am 11. Oktober erscheint ja die Serie. Und da die Serie komplett fertig produziert ist und die immer noch über 3 Wochen haben, werden sie damit ganz sicher fertig werden oder sind sogar schon fertig. Heißt, der englische Trailer müsste demnächst erscheinen. Doch jetzt fragt ihr euch natürlich, was das mit uns zu tun hat. Keine Sorge, dazu komme ich jetzt, denn es war wichtig, so weit auszuholen, damit keine Fragen offen bleiben und man alles genau nachvollziehen kann. Der Dragon Ball Leaker Super Chronicles, ehemals TBS Chronicles, also der Typ, der uns von Dragon Ball Daima als allererstes vor 2 Jahren erzählt hat, hat uns auch nochmal am 4. September bestätigt, dass die Synchro auf Englisch begonnen hat. Und außerdem fügt er hinzu, dass andere Sprachen diese oder nächste Woche auch mit der Synchro beginnen. Natürlich ist Spanisch ganz weit oben, also das ist klar, aber auch Französisch ist eine Sprache, die von über 300 Millionen Menschen gesprochen wird. Daher ist auch der französische Dub safe am Start. Und danach kommt auch schon Deutschland. Auf jeden Fall wird Dragon Ball Daima zum aktuellen Zeitpunkt auf mehrere Sprachen synchronisiert. Die sind da komplett am Start und das seit 2 Wochen mittlerweile. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Amerikaner mittlerweile schon fertig sind, doch die Amis und auch die anderen Länder haben ja noch 3 Wochen Zeit. Und das für die erste Folge, denn die sollte ja idealerweise am 11. Oktober am Start sein. Während Daima läuft, kann man ja parallel synchronisieren, also das ist kein Problem im Gegensatz zur Animation. Deswegen glaube ich, dass in Europa noch nichts bezüglich des Starttermins von Dragon Ball Daima enthüllt wurde, weil sie im Hintergrund natürlich fleißig am Arbeiten sind und dann in der kommenden Woche oder sogar in ein paar Tagen die Bombe platzen lassen. Und hoffentlich wird Corinna Kid Goku synchronisieren. Das wäre ein absoluter Traum. Leider habe ich dazu keine Infos, auch Fragen bringt nichts, denn dazu werden sie sich ganz sicher noch nicht äußern. Deswegen müssen wir einfach abwarten und hoffen, dass die
die gute Corinna unseren Lieblingsaffenjungen sprechen wird. Ich werde dafür beten und ihr solltet das gleiche tun. Außerdem hoffe ich, dass die Serie dann synchronisiert zeitgleich auf Crunchyroll erscheint. Aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, also dass sie direkt auf Deutsch erscheint, muss die Serie auf jeden Fall online angeboten werden und logischerweise auch auf Crunchyroll, denn es gibt ja kaum noch Alternativen. Ansonsten bleiben die ganz großen Player wie Amazon Prime oder Netflix noch als Option, aber mal schauen. Jedenfalls brauchen wir das dann mit Untertitel irgendwo zeitgleich mit Japan online. Ich möchte wirklich kein Pirat sein, ich möchte Dragon Ball unterstützen, damit wir mehr bekommen. Doch die Verantwortlichen müssen dafür sorgen, ansonsten werden wieder zu viele Piraten in See stechen. Bei Dragon Ball Super war das ja der Fall, es gab in Deutschland einfach keine Option, das legal zeitgleich zu schauen, also mit deutschen Untertiteln. Man könnte es auf eine legale Webseite mit englischen Untertiteln schauen, doch die hat kaum jemand gekannt, die ist mittlerweile auch geschlossen worden. Deswegen hoffe ich, dass wir das zumindest zeitgleich mit deutschen Untertiteln zu sehen bekommen, wenn wir schon nicht die deutsche Synchro bekommen. Sonst haben die Leute ja gar keine Wahl, als zum Blackbeard zu mutieren. Aber hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Ich bin sehr auf die kommenden Tage bzw. Wochen gespannt. Ich spüre, dass vor dem Release noch was kommen wird und sei es nur ein Trailer, da wird definitiv was kommen. Und jetzt sprechen wir über den Dragon Ball Super Manga. Der Tod von Akira Toriyama hat den Kurs von Dragon Ball vermutlich für immer geändert, denn nichts lief ohne seine Absegnung, also bei dem Canon Stuff ist natürlich hauptsächlich die Rede. Doch jetzt kann ich echt nichts mehr einschätzen, alles kann passieren und deswegen könnte theoretisch der Dragon Ball Super Manga das Ende von Z überschreiten. Aber ich hoffe, dass es natürlich nicht der Fall sein wird. Wenn die Verantwortlichen wollen, dass Toyotaro nach dem Ende von Z weitermacht, dann hoffentlich unter einem anderen Namen. Aber das wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls möchte Toyotaro nicht aufhören und hat vor, sich weitere spannende Kämpfe auszudenken und dann zu zeichnen, die wir Fans dann genießen können. Und darauf freue ich mich natürlich. Doch wann kommt jetzt nun der Manga zurück? Mittlerweile geht die Pause 6 Monate und in der V-Jump gab es wieder nichts zum Manga, was natürlich bedeutet, dass die Pause weitergeht. Und ich sage euch ehrlich, Leute, jetzt wo die Pause so lange schon andauert, kann er ruhig noch weiter chillen bzw. sich spannende Kämpfe und Geschichten ausdenken bzw. konzipieren. Zum ersten Mal in der Dragon Ball Super Manga Geschichte wird das nächste Kapitel ohne Toriyamas Segen kommen. Er allein ist jetzt verantwortlich für alles. Niemand wird darüber schauen oder die Zeichnungen korrigieren bzw. designen. Ab jetzt macht er alles alleine. Und genau jetzt hat er die Chance zu zeigen, was er drauf hat und außerdem hat er jetzt auch die Chance, sich zu beweisen, dass Toriyama keinen Fehler gemacht hat, als er Toyotaro für den Dragon Ball Super Manga ausgewählt hat. Ich bin mir sicher, dass Toyotaro ihn nicht enttäuschen möchte, da er vom Himmel zuschaut. Er wird sein Bestes geben. Und ich glaube, dass wir jetzt eine Seite von Dragon Ball bekommen werden, die wir zuvor noch nie gesehen haben. Das wird spannend. Deswegen sollte sich der gute Toyotaro noch mehr Zeit nehmen. Am besten sollte der Dragon Ball Super Manga erst wieder erscheinen, wenn der Daima-Anime endet, damit wir durchgehend ohne Dragon Ball sind. Und irgendwie macht das für mich zum aktuellen Zeitpunkt auch Sinn, dass es vermutlich so sein wird, denn eigentlich könnte der Manga mittlerweile längst zurückgekommen sein, aber er ist es nicht. Und das hat vermutlich einen Grund. Die wollen erst Daima beenden und dann direkt für Nachschub sorgen, so wie es auch Akio Iokus Vision ist. Der Anime beginnt am 11. Oktober und wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt, dass wir im Oktober auch kein neues Dragon Ball Super Manga Kapitel bekommen werden. Dezember ist ja Toyotaro bekannt, die neuen Manga-Sagas zu starten und zu beenden, aber mittlerweile hat sich ja alles geändert und deswegen glaube ich, dass wir auch im Dezember kein neues Kapitel bekommen werden. Doch keine Sorge, wie es genau mit Dragon Ball Super Manga weitergeht, erfahren wir höchstwahrscheinlich auf der diesjährigen Jump Festa. Dragon Ball bekommt eine rote Bühne, was für die neuesten Serieninformationen reserviert ist. Deswegen wird die Jump Festa nach 6 Jahren wieder für uns Dragon Ball Fans interessant werden. Und ich persönlich glaube, ganz wichtig Leute, das ist nur meine Vermutung, dass wir einen Manga-Trailer zur nächsten Dragon Ball Super Manga-Saga bekommen werden. Doch leider könnte das auch nach hinten losgehen. Ein paar Leute aus der Szene glauben, dass wir einen Dragon Ball Daima-Manga von Toyotaro bekommen könnten und das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Niemand, wirklich niemand möchte, nachdem wir den Daima-Anime hatten, das Ganze nochmal in Schwarz-Weiß-Bildern lesen. Sowas ähnliches hatten wir schon mal und das ging nicht gut aus. Ein Jahr wurden wir damit gequält. Also das war wirklich eine Qual. Jedes Chapter hat wehgetan und das meine ich ernst, Leute, das hat meinem Kopf nicht gut getan. Ich kann es nicht erklären, aber vielleicht fühlt ja der ein oder andere, was ich sage. Aber ganz ehrlich, das hat mir gereicht. Das hat uns allen gereicht. Niemals darf sich sowas nochmal wiederholen. Das darf nicht passieren. Aber ich bin da ehrlich gesagt guter Dinge. Gerne könnt ihr eure Gedanken zu Dragon Ball Daima und dem Manga in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet das Video, abonniert
den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.